So, super, danke Tobi. Du bist da der Ehrengast, der erste Gast von den sogenannten Nacho Talk. Ich musste mir was halbwegs was Lustiges aussuchen. Die Ne? ganze Social Media Verrücktheit. Danke vielmals, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich frage mal Danke. ganz einfach, wie geht's dir mit der ganzen Situation? Wie hast du dich an die ganze Corona-Situation angepasst? Wie verbringst du deine Tage? Also in erster Linie geht es mir gut. Auch was ganz wichtig für mich ist, meiner Familie geht es gut. Meinen Eltern, meinen Brüdern, meinen Großeltern. Ist zum Glück niemand krank. Das ist wichtig für mich, vor allem für meinen Kopf. Und trainingstechnisch geht es mir jetzt auch gut. Ich bin prädestiniert. Ich habe eine Langhantel bekommen, Gewichte bekommen und Kurzhanteln bekommen. Also ich kann so gut es geht auf der Terrasse ein Krafttraining machen. Und laufen gehe ich noch zusätzlich, auch wenn mir das wenig Spaß macht. Aber das ist halt das Wichtigste, dass man so sich probiert, fit zu halten, weil wirklich was aufbauen kann man jetzt nicht. Man kann ein bisschen an seinen Defiziten arbeiten. Also ich mache auch viel Mobility. Aber jetzt wirklich krafttechnisch was aufbauen ist nahezu unmöglich. Wie schaut dann so dein Corona-induziertes Tag in den Leben von Tobi Wagner jetzt gerade? Heute war es so, ich bin aufgestanden, dann habe ich gefrühstückt, dann habe ich Hausarbeiten gemacht, habe Fenster geputzt, habe die Terrasse ein bisschen hergerichtet. Ich habe da Unmengen Töpfe auf der Terrasse und die habe ich jetzt alle verschoben und richtig hingestellt und dann habe ich trainiert und jetzt sitzen wir da. Und nachher grill ich und das war's. Du hast hier perfekt vorbereitet und das ist jetzt quasi die letzte Frage, bevor wir mit Handball anfangen. Wie läuft es mit der Tobi Koch Show? Bist du jetzt der Jamie Oliver unter Handballern? Ich gebe mein Bestes, ich gebe alles, dass das so gut wie möglich wird. Also jetzt habe ich das erste Mal Käsespätzle gemacht. Ich will aber auch ehrlich jetzt das erste Mal Schweinsbraten mal machen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Käsespätzle bei der Umfrage gewinnen. Das war für mich auch sehr überraschend. Aber ich glaube, es ist mir gut gelungen und ich vertreibe mir halt so meine Zeit und probiere das ein bisschen aufzuziehen, ein bisschen einen Fixpunkt für Leute zu finden, die das gerne anschauen und dass es einfach lustig ist und vielleicht kocht es ja auch wer nach. Das heißt, die Frage, was machst du nach der Handballkarriere, hat sich dementsprechend jetzt erledigt. Ich könnte mir schon vorstellen, einmal ein Restaurant aufmachen. Warum nicht? Das macht sicher Spaß. Sehr gut. Der Uwe Gensheimer hat, glaube ich, so etwas Ähnliches jetzt, wenn er zurückgekommen ist nach Rhein-Neckar-Löwen. Das heißt, er ist sehr perfekt vorbereitet, auch unter Handballer. Frage ich ihn gleich, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, jetzt kommen wir zum halb schwierigen Themen, zum Handball. Ich fange gleich ganz direkt. Es war mehr oder weniger ziemlich klar, dass die Spusu-Liga nicht diese Saison weitergespielt sein wird. Ziemlich bitter für dich und für deine Mannschaft. Ihr wart auch meiner Meinung nach die beste Mannschaft diese Saison. Habt ihr ja eigentlich meiner Meinung nach wieder die Meistertitel verdient. Wie war das für dich, wenn du das mehr oder weniger offiziell gelesen hast und was ist deine Meinung bezüglich dieser ganzen Situation? Natürlich war es ein herber Schlag, weil wir waren echt auf einem guten Weg. Wir waren gerade richtig gut in Form. Wir haben gut gespielt. Wir haben solide gespielt. Wir haben vorne und hinten einen guten Job gemacht. Und also das ist, auch wenn der Hutti jetzt bester Spieler in der Saison wurde, es war nicht nur der Hutti, der uns so stark gemacht hat. Es war einfach das Kollektiv. Es waren 14 Spieler, die nahezu alle gleichwertig waren. Und das war halt extrem wichtig über die Saison und das macht eine starke Mannschaft aus. Und das war auch damals so, wie wir eben den Triple-Erfolg hatten. Wir hatten natürlich den Nico, der eine überragende Saison gespielt hat. Wir haben den Pippo im Tor gehabt. Aber es war trotzdem kein enormer Leistungsabfall, wenn mal gewechselt wurde. Und das hat uns auch dieses Jahr eben so stark gemacht. Und deshalb war es natürlich bitter, aber ich bin dann doch eher Realist und mir war es relativ schnell klar, allein wie das Corona, wie der erste Corona-Infizierte in Österreich war, war mir doch schon relativ klar, dass das auch bald die Spusu-Liga treffen wird und so auch eben, dass die mit dem ganzen Verlauf, wie rapide diese Infiziertenzahl angestiegen ist, dass das nichts mehr wird diese Saison und so bitter es auch für uns ist. Es ist nachvollziehbar, dass es keinen Meister gibt, weil wenn es einen Meister gibt, muss es einen Absteiger geben. Und im Abstiegsrennen war noch ganz, ganz viel offen. Da jetzt noch, glaube ich, vier Mannschaften erwischen können, theoretisch. Und wer steigt auf? Und das waren alles ungeklärte Fragen,
Und es ist ja genauso schwer wahrscheinlich für Hollabrunn. Die waren ja dieses Jahr auch sehr gut unterwegs. Und nächstes Jahr mit der Fusionierung von Bruck und Dorfeiach wird das auch schwerer, sage ich jetzt einmal. Und deshalb, ja, aber es ist einfach so. Und wir haben diesen Modus mit dem Playoff und mit diesen Kreuzspielen danach. Und deshalb kann man nicht, Frankreich hat jetzt einfach einen Meister gekürt, aber die haben halt keine Playoffs mehr. Und deshalb kann man das machen und deshalb geht es in Österreich nicht. Ja, viele Ligen haben grundsätzlich anders entschieden. Die Ungarn haben das für mich ganz brutal, würde ich mal so sagen, entschieden bezüglich beim Damenhandball auch. Aber wie du es gesagt hast, es ist halt der einzige logische Weg. Nach einer durchaus semi-optimalen, würde ich mal so sagen, letzte Saison für dich und für deine Mannschaft, ihr seid heuer wieder angekommen, richtig angekommen. Ich würde mal sagen, so diese richtige Fiverr-Sieger-Mentalität habt ihr ja gezeigt und auch nicht unwichtig, mehr oder weniger ohne Vitas Jura, der sich sehr, sehr, sehr schwer verletzt hat. Hast du selber erwartet, dass die andere junge Spieler, okay, du hast den Lukas Utecek erwähnt, aber auch, dass er so einen Sprung macht, genauso wie Erik Dembok oder Fabian Glätzl, hast du wirklich erwartet, dass sie sich so zeigen werden und euch weiterhelfen werden? Es ist ja auch der Marvin, der sehr gut gespielt hat. Das war auch, der hat ja letztes Jahr, wenn wir uns ehrlich sind, eher eine bescheidene Saison gespielt, genau wie ich. Ich war gestern, letztes Jahr ein Schatten meiner selbst. Also das war, da habe ich am selbsten, also mit mir selbst am meisten zu haaren gehabt und zu, also für mich war das letztes Jahr gar nicht leicht. Und dieses Jahr war es eben besser. Und dann natürlich die Verletzung von Vitas hat uns, da haben wir danach gleich zwei Spiele verloren. Hat uns dann ziemlich getroffen und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, wir Spieler, und haben, das sind dann halt andere Spieler, haben die emotionale und die Antreibermentalität von Vitas dann übernommen. Die ist natürlich nicht in der Form, wie das der Vitas macht können, aber wir haben da Wege gefunden, so um dass wir den Vitas nicht zu ersetzen, sondern zu kompensieren, den Ausfall. Und da ist uns dann ganz gut gelungen, da kam dann die Pause relativ gut für uns, da war eine Nationalpause dann. Und so konnte sich jeder klar werden, was wir jetzt machen müssen, damit der Vitas, damit wir das, diesen Ausfall kompensieren können. Und das ist uns auch sehr gut gelungen und natürlich dann, dass der Fabi Glätzl, auch Fabio Schuh, die Spiele, die er gespielt hat, das war ganz, ganz gut. Und das ist eben wichtig, und das habe ich eben vorher schon gesagt, das war eben auch ein Grundstein dafür, warum wir dieses Jahr so erfolgreich gespielt haben, weil eben ganz viele Spieler ganz sehr gut gespielt haben. Mein Kollege von der Lowlands Handballredaktion hat so eine Zusammenfassung gemacht über die nicht fertige Saison. Und da im Text hat er dann gesagt, die dreifache österreichische Meister, die Fiverr, ich war selber dann schockiert. Ich habe mir gedacht, irgendwie kommt mir das zu wenig vor. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit knapp über 6 Jahren in Österreich, ich habe das Gefühl, dass jede Saison die Fiverr mindestens die Finalspiele gespielt haben. Ja? Was ist in deiner Meinung dieses große Geheimnis oder der große Erfolgrezept für den Fiverr? Wie schaffst du das, jedes Jahr mehr oder weniger Konkurrent zu bleiben und mindestens für mich ein Titelkandidat zu sein? Da ist ganz viel, wird ganz, ganz gut gearbeitet in der Jugend bei uns. Also wir spielen von der U11 bis zur Spusoliga-Mannschaft dasselbe, mehr oder weniger dasselbe System. Heißt, wir können Ausfälle leicht kompensieren, Abgänge und Verletzungen, weil Spieler brauchen nur eine ganz kurze Zeit, es sind nur ganz kleine Kniffe, die bei uns anders sind. Spieler brauchen nur ganz kurz Zeit, um sich in unser Spielsystem zu integrieren. Und man hat aber auch im letzten Jahr gesehen, dass das für einen Spieler wie den Dorguk ganz, ganz, ganz schwer ist, wenn er der Dorg ist ein super Spieler, ist ein richtig guter Spieler, aber er konnte einfach mit diesem beweglichen Spiel, das wir spielen, das unsere Jugend schon spielt, ist er nicht klargekommen. Und deshalb hat er bei uns nicht so gezündet, wie wir uns das alle erhofft und erwartet haben. Und für mich war es ja auch wieder ganz schwer, wie ich zurückgekommen bin. Also wenn ich mir überlege, wie in Deutschland gespielt wird, das ist eine andere Welt. Und deshalb, das glaube ich, macht uns eben so stark und eben auch dieses Familiäre bei uns. Also es gibt keine Krüppchen bei uns, also nicht, natürlich gibt es, verstehen wir sich mit einem besser und mit einem schlechter, aber es ist jetzt nicht so, dass niemand mit einem nicht kann. Also das macht uns auch, glaube ich, extrem stark.
Du hast auch kurz gesagt, 2018 bist du zurückgekommen. Damals waren schon die Sprüche, auch offiziell Angebote von Bregenz, von Hart, auch von den Fivers. Du bist zurückgekommen nach den Fivers. Jetzt, rückblickend, bist du zufrieden mit deiner Entscheidung? War das die richtige Entscheidung? Das muss ich mal erklären, warum ich zurückgekommen bin. Ich bin ja verletzt mit einem Kreuzbandriss nach Deutschland gekommen. Dann waren wir noch in der Bundesliga, da ist es gar nicht gut gelaufen. Und dann musste ich mehr oder weniger relativ früh wieder beginnen. War dann nicht ganz fit. Also mein Knie hat nicht ganz mitgespielt. Ich war körperlich nicht ganz fit. Ich hatte zu wenig Zeit, um mich auf handballspezifische Belastungen vorzubereiten. Dementsprechend ist auch meine erste Saison verlaufen. Ich habe schlecht gespielt, bisschen abgestiegen. Und da hat es dann begonnen, dass mir Handball keinen Spaß mehr macht, dass es eher mein Job war und nicht mehr das, was ich eigentlich gern mache. Und dann zweite Saison waren wir in der zweiten Liga, haben auch leider nicht gut gespielt, waren zwar, glaube ich, am Schluss Vierter, haben aber nicht wirklich gut gespielt. Ich habe zwar wieder gut gespielt, aber mir hat trotzdem der Spaß am Handball, ist mir abhanden gekommen. Und das war eben ein Grund, warum ich wieder zurück in die Spuselüge gehen wollte, wieder Spaß am Handball finden, mich auch weiterbilden in Form eines Studiums. Und deshalb bin ich eigentlich, das waren die ausschlaggebenden Gründe dafür, warum ich zurückgekommen bin in die Spuselüge. Und jetzt rückwirkend ist es auf keinen Fall, ich habe gesehen, wie ich wieder spielen kann. Ich spiele im Nationalteam gut, also es ist jetzt, man sagt so immer, die Spuselige ist jetzt keine gute Liga, aber ich habe es international auch geschafft, mich gut zu präsentieren. Und das schaffen auch andere Spieler, wie der Daniel Dicker zum Beispiel oder Thomas Eichberger. Und deshalb war es für mich auf jeden Fall der richtige Schritt. Aber ich sage es auch, ich hatte dieses Jahr schon Angebote wieder, was natürlich aufgrund der Corona-Krise dann hinfällig war alles, aber wir werden sehen, wo ich übernächstes Jahr spiele. Also nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall noch in Wien und dann müssen wir weiterschauen. Du hast auch bereits erwähnt, das waren schwierige Jahre in Deutschland, ein ganz schwerer Anfang. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie das in Deutschland ist, von all meinen Freunden, die dort spielen, eine komplett andere Ebene. Du hast es auch in ein paar deiner Interviews erwähnt, wie eigentlich geil es ist, mehr oder weniger immer in den vollen Hallen zu spielen. Was hast du, auch wenn es ganz schwierig war, von diesen 2 Jahren in Balingen in Deutschland mitgenommen? Wie haben dich, Tobi Wagner, als Spieler und als Mensch diese 2 Jahre in Deutschland geändert? Auf jeden Fall, ich nehme das Training ernster. Das ist einfach die Grundlage, um am Wochenende gut zu spielen. Das ist enorm wichtig. Was ich dort noch extrem wertschätzen gelernt habe, war die Arbeit im Hintergrund von Geschäftsführer bis hin zu Büroarbeiter, bis hin zu Liga-Delegierten, bis hin zu den Zeitnehmern. Das ist einfach extrem wichtig, dass das gut läuft. In diesem offiziellen Bereich, ich nehme da jetzt auch Schiedsrichter mit rein und Zeitnehmertisch und so, muss ich leider ehrlich sagen, hängt Österreich noch ein bisschen nach. Im Gegensatz zu Deutschland. Merkt man schon einen enormen Unterschied in Form von, wie sehr lasse ich mich von einem Spieler beeinflussen, wie viel darf ein Spieler machen, wie viel darf ein Tobi Wagner zu einem Schiedsrichter sagen oder ein Erik Damböck zum Beispiel. Da dürfen eigentlich keine Unterschiede sein, sind es aber. Und da muss Österreich definitiv noch aufholen. Ich finde das gut, zum Beispiel dieses Gentleman's Agreement in Österreich, dass es das gibt. Vielleicht kann man über eine Aufstockung nachdenken, dass die Liga generell besser wird, höherklassige Spieler kommen. Wenn ich da zurückdenke an die Harder-Mannschaft mit Krismancic, Kosina, Doknic, Danaskovic, was das eigentlich für eine, das sind jetzt, also Kosina spielt seitdem überragend in Deutschland, Krismancic spielt EHF Cup sehr gut, Doknic ist noch immer da, Danaskovic spielt jetzt in Bruck, war halt damals schon ein etwas älterer Spieler, aber wenn man sieht, dass solche Spieler auch nach Österreich kommen, dann kann das schon einen Push geben. Aber das ist nicht meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, und deshalb lasse ich das andere Leute entscheiden und ich probiere meinen Job zu machen, wirklich so gut wie möglich zu spielen und
Das ist mein Ziel. Du warst sehr jung, wenn du nach Deutschland gegangen bist. Würdest du es jetzt ändern, rückblicken? Lassen wir deine Knieverletzung vielleicht auf der Seite. Das war grundsätzlich etwas, was du nicht beeinflussen könntest. Aber war das vielleicht für dich zu früh? Mir hat auf jeden Fall ein Jahr in Österreich nicht schlecht getan noch. Aber ich glaube nicht, dass es zu früh war. Ich würde jetzt keinen jungen Spieler, der die Qualität hat, nach Deutschland zu gehen, würde ich nicht davon abraten. Ich würde nur einem Spieler, der noch nicht bereit ist, der noch nicht alleine gelebt hat, der noch nie alleine Wäsche gewaschen hat, sowas, der einfach alleine wirklich überleben muss, dem würde ich es nicht empfehlen. Dem würde ich sagen, bleib noch ein Jahr in Österreich, wohn mal alleine, schau dir das alles an, wie du dir tust alleine. Auch dann, wenn du noch weiterhin Hilfe dann bekommen kannst von deinen Eltern oder von deinen Geschwistern, was auch immer. Aber wenn jemand wirklich im Kopf und handballerisch bereit dafür ist, egal wie alt er ist, würde ich es ihm raten. Das, was meiner Meinung nach, ich habe auch ein paar Jahre in Jugendarbeit in Österreich gearbeitet, und besonders nachdem der Nikola Bilic diesen Sprung geschafft hat und auch vielleicht ein bisschen später Ivan Martinovic, ich habe irgendwie so ein Gefühl bekommen, dass die Erwartungen von allen drum und herum sehr hoch geworden sind. Dass quasi jeder Vater für seinen eigenen Sohn gedacht hat, dass das der neue Nikola Bilic ist. Und das war für mich ein bisschen, die Leute haben, glaube ich, da ein bisschen weg von der Realität gegangen und haben sich dann meiner Meinung nach nicht richtig eingeschätzt und dann die eigenen Spieler. Wieso ich dich das gefragt habe, ich meine, du hast in deiner Mannschaft, in den Fivers, mit Abstand neben den großen Nachwuchstalent in der österreichischen Handball, den Luki Hutecek, in Westfalen sind es Elias Kofler zum Beispiel, ein ganz spannendes Thema, Marco Katic, Erik Dembock. Was würdest du jungen Spieler, jungen österreichischen Talenten empfehlen? Was sollen sie machen? Wie sollen sie sich auf die Karriere konzentrieren? Mit Mutti rede ich zum Beispiel ganz viel darüber, was er machen soll, wie er spielt, wie er besser werden kann. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, der Mutti, aber man merkt halt auch noch, dass er manchmal, dass er 20 erst ist. Das ist halt, aber ich würde jedem Spieler vor allem raten, in sich selbst zu hören und zu schauen, ob das schon reicht, ob ich damit klarkomme, dass ich dort Profi bin, dass ich dort ein Legionär bin, dass ich dort einen Haufen Geld verdiene und dementsprechend liefern muss. Das ist ein großes Druckthema, dem sich jeder Spieler in Deutschland ausgesetzt fühlen muss und auch ausgesetzt ist. Und das ist eben in Österreich noch anders. Aber das ist eigentlich, man muss extrem druckresistent in Deutschland sein. Ich will jetzt ein bisschen über die ganz positiven Themen reden. In 2020 hat uns alle bisschen kalt erwischt, allerdings hat für dich, für die Nationalmannschaft, wahnsinnig gut angefangen. Jena war spektakulär, Heim-EM, überragende Kulisse. Ich war nicht in Graz, aber ich war in Wien. Es war spektakulär. Wie hat sich das für dich angefühlt, als Spieler, das mitzuerleben? Ja, das war echt, also hundertprozentig das geilste Erlebnis meines Handballerlebens bis jetzt. Das war, wenn man da in die Halle kommt und auf einmal schreien dich 10.000 Leute an, weil sie dich einfach pushen wollen, dass du dieses Spiel gewinnst, und vor allem in der Gruppenphase, da waren ja echt 9.000 Österreicher und haben dich einfach zum Sieg gepusht, und deshalb war es, das war einfach echt, sowas werde ich mein Leben nicht vergessen. Vielleicht gibt es in 10 Jahren noch eine, dann bin ich 34, das könnte sich noch rausgehen. Aber das ist echt schon was Einmaliges, und da kann ich nur jedem Jugendspieler raten, geht's Gas, damit ihr sowas irgendwann einmal miterleben könnt. Das war echt, echt beeindruckend teilweise. Achter Platz, der beste Platz in der Geschichte. Hast du das erwartet? War das der Ziel, den Aleš Pajović gesetzt hat von Anfang an, oder eher schrittweise? Bajo hat das Ziel nie ausgesprochen. Pajo hat immer gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel, was geht. Aber in der Mannschaft war es schon natürlich das Ziel. Wir hatten sogar nach der
sehr guten Gruppenphase, hatten wir schon, kam dann ein bisschen eine Ernüchterung, ehrlicherweise, dass wir dann eigentlich zum Beispiel gegen Spanien und gegen Kroatien doch richtig knapp dran waren, aber es fehlt dann doch noch ein bisschen und ich glaube, dass der große Unterschied war von was Gutem erreichen, Platz 8 erreichen und was sehr Gutem erreichen, war leider die Verletzung von Alex. Die hat uns, glaube ich, schon einiges gekostet, leider. Aber natürlich, wir sind sehr zufrieden mit Platz 8, auch wenn es am Schluss wahrscheinlich ein bisschen glücklich war mit dem Unentschieden gegen Weißrussland, was wir sind das ganze Spiel hinten und dürfen eigentlich niemals wieder unentschieden spielen. Und das war wahrscheinlich mein persönliches Highlight in dieses Spiel. Weil natürlich gehört beim besten Moment während einem Turnier oder während einem Spiel immer die persönliche Meinung, fließt da extrem rein. Und ich habe da richtig gut gespielt und deshalb bleibt mir dieses Spiel ganz, ganz lange und positiv in Erinnerung. Du hast auch kurz erwähnt, das war auch eine von meinen nächsten Fragen, knappe Niederlage gegen Spanien, knappe Niederlage gegen Kroatien, okay, schlechte 60 Minuten insgesamt gegen Deutschland, meine Güte, kann passieren. Auf der anderen Seite, Nordmazedonien ist auch nicht eine schlechte Mannschaft, im Gegenteil, die haben wahrscheinlich einen von den besten Handballspielern, der je das Handballspiel gespielt hat, Kirill Lazarov. Wie weit ist Österreich deiner Meinung nach entfernt von dieser Handballspitze, von Spanien, von Norwegen, von Kroatien und was fehlt da? Was auf jeden Fall, wir sind nicht so weit weg, handballerisch, wir sind nicht so weit weg von Kroatien, Spanien, was auch immer. Von Norwegen wahrscheinlich schon noch ein Stück, also die, glaube ich, spielen den besten Handball im Moment. Aber was uns auf jeden Fall fehlt, sind solche Spiele. Solche Spiele gegen solche Nationen. Die Mannschaften spielen über Jahrzehnte jetzt schon gegeneinander und sind eben als Nationalmannschaft gewohnt, solche großen Spiele zu spielen und dann auch in Folge zu gewinnen. Das ist das, was Österreich noch oder dem Nationalteam noch fehlt, dass wir uns regelmäßig auf Wettkampfebene mit solchen Top-Nationen messen. Das ist, glaube ich, der größte Minuspunkt noch, den Österreich das Nationalteam hat. Was natürlich ganz schnell jetzt sich ändern, hoffentlich wird in den nächsten 5, 6 Jahren. Wenn wir weiter an diese Leistungen anknüpfen und weiter die Gruppenphasen gut überstehen, dann ist es selbsterklärend, dass wir uns gegen solche Mannschaften dann noch kurz oder lang regelmäßig messen und einen Wettkampf gegen die haben. Du hast den Aleš Pajovic kurz erwähnt, der ist jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr der Nationaltrainer, schaut eben wie ein Isländer aus, ist er auch nicht, ja? Muss man auch irgendwie erwähnen. Was hat er deiner Meinung nach geändert, was hat er mitgebracht, welche Impulse er mitgebracht hat? Erstens mal, wir spielen ganz, ganz einfache Sachen nur. Wir spielen 3, 4 taktische Auslösehandlungen und da spielen wir dann weiter. Das heißt, wir spielen sehr individuell klasselastig. Wir haben halt einen überragenden individuellen Handballer in unserer Mannschaft, in österreichischen Nationalen. Deshalb können wir das spielen. Das ist das erste Grundlegende, was sich handballerisch geändert hat. Wir haben ein klares System in der Deckung. Wir spielen 2 Deckungsvarianten. Jeder weiß ganz genau, was sein Job ist in dieser Abwehr. Das ist das Zweite, was sich handballisch geändert hat. Und was sich in der Mannschaft geändert hat, es ist alles ein wenig lockerer. Wir haben wieder Spaß untereinander. Wer ihn Bayer kennt, weiß, dass der ein Spaßvogel ist und dass man gerne auch mit ihm redet. Und also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber ich hatte jetzt nicht so ein gutes Verhältnis mit seinem Vorgänger. Aber jetzt mit dem Bayer, ich glaube, er ist einer der wenigen Trainer, die ich richtig gern habe und mit denen ich gern rede, auch über Dinge, die nichts mit Handball zu tun haben. Und das ist eben enorm wichtig. Das ist, glaube ich, vor allem für einen nationalen Trainer eine enorm wichtige Qualität, dass man gerne hinkommt. Und das sind so die Dinge, die sich am grundlegendsten geändert haben. Dago Sigurdsson,
Patrick Udo Johannesson, Aleš Pajovic. Das, was sie zusammen haben, keiner von den drei ist ein Österreicher. Ich sage es jetzt nicht unbedingt als Kritik, wie du es gesagt hast, mit Bayo funktioniert es. Die Ergebnisse sind da, die Stimmung scheint auch viel, viel besser zu sein. Aber gibt es keine österreichischen Trainer, die gut genug sind, deiner Meinung nach? Oder was soll sich da ändern? Soll sich überhaupt irgendwas ändern? Wenn ich jetzt meinen Vereinstrainer als Beispiel nehme, ich glaube, er ist der erfolgreichste HLA-Trainer im Moment. Oder jemals. Ich weiß nicht, gibt es einen? Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall sehr erfolgreich, keine Frage. Warum nicht? Warum sollte er nicht, wenn einmal die Zeit bei den Fireballs vorbei ist, das Nationalteam übernehmen? Während der Patti dann beurlaubt wurde oder diese Vertragsauflösung war, kursierte eben auch das Gerücht, dass es wahrscheinlich die im Moment zwei besten österreichischen Trainer übernehmen, das Nationale mit Ibi Stacke und Peter Eckle gemeinsam. Ich glaube, das wird auch gut funktioniert. Ich glaube, dass die zwei sich sehr gut kennen, eben von damaligen Fireballs-Zeiten noch. Ich glaube, dass die zwei gut harmoniert hätten. Aber es gibt jetzt natürlich die Optimallösung mit dem Bayo. Es gibt, glaube ich, hätte keine bessere Lösung gegeben. Und von daher, ob es irgendwann einen österreichischen Trainer gibt, vielleicht, warum nicht? Also, das ist auch nicht meine Aufgabe, ob das wer jetzt Trainer wird oder nicht. Und noch dazu, um nochmal abschließend was zum Patrick zu sagen, zum Nationalen. Unser Verhältnis war nicht immer das Beste, aber natürlich bin ich ihm trotzdem extrem dankbar, dass er mir damals als 18-Jährigen die Chance gegeben hat, im Nationalteam zu spielen. Und also er war schon ein maßgeblicher Grundstein dafür, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und mittlerweile 50 Länderspiele habe, 2 Jahre schon in Deutschland gespielt habe und weiß der Gott, wer, wo ich 2021 spiele. Die zwei letzten Fragen. Die erste ist, du, wie schon öfters erwähnt, spielst in deiner Mannschaft sehr viele junge Talenten, sehr viele Spieler, die Zukunft von der österreichischen Nationalmannschaft meiner Meinung nach sein werden müssen, ohne Frage. Wie siehst du die Zukunft von der österreichischen Nationalmannschaft oder grundsätzlich Handball in Österreich, vielleicht auch ein bisschen an der Spusu-Liga orientiert? Die meisten Leute, oder nicht meisten, aber viele Leute sagen, dass es doch nicht so positiv ist. Meiner Meinung nach schon. Wie siehst du das? Wie siehst du das alles? Im Moment sehe ich sie sehr gut, die Zukunft vom österreichischen Nationalteam. Ich meine, der Nico wird jetzt 24. Ich bin 25. Der Seppo wird jetzt 25. Dann der Raul ist auch 28. Alex ist 29. Also wir haben alle noch sicher zwischen 5 und 10 Jahren wird der Stamm der Nationalmannschaft gleich bleiben, mehr oder weniger. Es wird natürlich, der Robert wird jetzt nicht mehr ewig spielen, der Janko wird nicht mehr ewig spielen, das wird ein bisschen eine Baustelle. Das heißt wahrscheinlich, da muss der Bobo noch viel Fruchtzeige essen. und hoffentlich wird der Ante bald, funktioniert das jetzt beim Ante, dann wird das funktionieren. Aber so jetzt in unmittelbarer Zukunft, also 5 Jahre plus bis 10 Jahre, sehe ich nicht so das Problem. Danach, wenn, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit der U20, HLA U20, also habe ich auch schon wildeste Sachen gehört. Das wäre, glaube ich, ganz schlecht, wenn die wegkommt. Dann muss man sehen, wie die Spieler vom Juniorenalter 16, 17, 18, wie die dann an den Männerhandball herangeführt werden. Weil ich sehe es ja tagtäglich mit den Unterschied von U20 zu unserer zweiten Mannschaft bis zu HLA. Und ich habe diese Schritte auch selber gespielt und ich weiß einfach, dass der Unterschied von U20 auf Bundesliga enorm ist. Weil du spielst dann einfach gegen Männer. Und dass dann aber noch der Schritt von Bundesliga zur HLA nochmal so ein Schritt ist. Deshalb muss man da irgendwie ein Auffangbecken für talentierte, gute Spieler finden,
damit die dann nicht einfach aufhören. Weil ich würde es verstehen, wenn du nach der U18 sitzt dann da und darfst vielleicht bei der HLA mittrainieren, vielleicht nicht, darfst vielleicht bei der zweiten Mannschaft, die vielleicht nur Landesliga spielt, mittrainieren. Ich weiß nicht, das ist dann auch, macht dann auch keinen Spaß. Also deshalb sehe ich das ein bisschen skeptisch mit der U20 Absage oder wie auch immer man das nennen will. Das finde ich irgendwie extrem wichtig, dass die behalten bleibt. Die allerletzte Frage, du hast es auch kurz angesprochen, ich werde dich nicht fragen über Vereinsnamen. Es ist nicht meine Aufgabe. Wie schaut die Handball-Zukunft von Tobi Wagner aus? Deine Pläne, deine Wünsche vielleicht? 2021 spiele ich auf jeden Fall noch bei den Favors. Und danach müssen wir schauen. Ich habe dann Vertragsende und ich will das spätestens bis März entschieden haben. März 2021 will ich spätestens entschieden haben, wo ich nächstes Jahr spiele, nächste Saison. Von daher, bis dahin ist alles offen. Also es gab jetzt schon wildeste Angebote aus Rumänien mit einem Haufen Geld, aber das macht für mich jetzt auch nicht so den Sinn. Es muss wirklich alles passen und ich bin da guter Dinge, dass ich da was Passendes und was Gutes finden werde, damit ich weiterhin dem Nationalteam, dem österreichischen Handball, so gut ich kann, helfen kann. Kadetten Schaffhausen ist zum Beispiel sowas, wo man denken könnte. Ja, mal schauen jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, Kadetten Schaffhausen wird es eher nicht. Das kann ich dazu sagen. Alles klar. Perfekt. Ja. Tobi, danke vielmals. Danke, danke, ich sag danke. Danke für dein Gespräch. Ich hoffe, dass ich nicht zu anstrengend war. Überhaupt nicht. Gerne. Bleib gesund. Alles Gute an deine Familie. Und wir sehen uns hoffentlich bald hier in Wien, wenn das die ganze Verrücktheit vorbei ist. Ja, alles Gute. Danke, Nacho. Danke, ciao. Ciao.